Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem durchaus wunderbaren Kanal, wo auch durchaus ja immer noch nur die wunderschönsten Menschen zu sehen, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Erst einmal vielen, vielen Dank again für die ganzen netten Nachrichten und den Support. Gestern kam keine schöne Reaction, es tut mir leid, aber wir sind wieder back. Ich hatte es gestern und heute immer noch unfassbar dolle Nackenschmerzen. Also ich kann meinen Kopf bewegen komplett, aber der tut halt full on weh. Ich habe mir aber jetzt so das hier geholt und ich habe eine Schmerztablette, ich habe eine Ibo geholt. Und das hatte ich gestern nicht, weil gestern war Sonntag und ich hatte nichts vorhanden und mein Nacken hat mich umgebracht. Aber I'm back, weil ich habe auch wieder die ganze schöne Wärme von euch in meinem Nacken. Ich sehe schon die Kommentare wieder nachher. Alle so süß. Danke. Danke. Wirklich danke. Ich habe wieder Namen. Ich habe wieder Namen. Hallo. Aufpassen. Ich habe Namen, die ich mir merken sollte. Habe ich mir aber nicht gemerkt. Valentina habe ich mir gemerkt. Valentina. Ausgefallener Name habe ich mir gemerkt. Wir haben verschiedene Emmas und Sarahs wieder. Ich weiß, ich sage es einfach so, aber es sind wirklich viele Emmas und Sarahs. Bestimmt mindestens eine Handvoll. Hier passt ihr alle rein, Emmas und Sarahs. Ich habe euch hier in der Hand. Dann Elena. Dann fuck, Mann. Ich wollte mir noch mehr Namen merken. Es tut mir wirklich leid. Mann! Ich gucke jetzt noch rein. Ist mir jetzt scheißegal. Ich gucke jetzt noch ganz schnell in die Kommentare rein und sage noch ganz schnell ein paar Namen. Valentina habe ich mir gemerkt. Tamara. Grüß gehen raus an Tamara. Grüß gehen raus an Mareike. Schöner Name. An Alexandra. Ja, Alexandra hat schon gefragt, wo Leute Reaction. Justin, auch der ist da, ja. Marcel ist da, Romina. Romina ist da und Shirley und Madison. Danke, wirklich. Ich lese alle Kommentare und ich versuche mir noch mehr Namen zu merken. Okay, wenn ihr Fragen habt, ich antworte auch auf Kommentare, weil ich süß bin. Und weil ich jeden Tag Bahn fahre und da was zu tun haben muss. Also schreibt gerne Kommentare, ich lese alles. Gut, für alle, die neu auf diesem Kanal sind, denken sich, hä, warum hat er jetzt ungefähr 10 Mädchennamen aufgezählt? Warum? Was ist der Sinn dahinter? Keine Ahnung, ich will euch grüßen, ich will irgendwie euch was zurückgeben, mit euch connecten, so. Weil ihr kennt mich alle so, weil ihr mich jeden Tag seht, aber ich möchte euch auch so kennen, weil es ist so weird. Deswegen möchte ich die Namen haben zu den Leuten. Vielleicht bin ich auch komisch, egal. Wir haben heute einen wunderschönen Song, glaube ich, Dior Sauvage. Viele von euch haben gesagt, dass das mit der Favorite Track ist vom ganzen Album. Und der ist auch immer noch in den Trends auf 29, was krass ist. Ich bin wirklich gespannt, weil das ja ein sehr persönlicher Track ist und den hat sie ja im Snippet schon groß angekündigt, würde ich sagen. Deswegen bin ich wirklich gespannt und excited. Wir hören rein. Los geht's. Auch kurz, 2:20 knapp. Oh, sehr verspielter Beat direkt. Shoes, hab ihn gesucht in einem Blick. Was ein Einstieg, Mann. Ich habe gerade so auf die Zunge gebissen. Hat man das gesehen? Ich habe mir voll auf die Zunge gebissen. Hat man das gesehen? Ah, Mann. Was ein Einstieg, aber. Ich merke kein Blut, alles gut. Daddy Shoes, hab ihn gesucht in einem Blick. Dachte, du wärst ähnlich wie er, doch bist du nicht. Vergessener Flirt, hab sie gelöscht, unsere Bilder. Oh mein Gott, ich liebe ihren Flow. Wärst ähnlich wie er, doch bist du nicht. Vergessener Flirt, hab sie gelöscht, unsere Bilder. Nur außen deines Parfums reichen, um mich zu erinnern. Oh Mann, auch ihre Stimmlage hier wieder ganz anders. Sie hat wirklich bei jedem Song eine passende Stimmlage. Crazy Love, unsere Bilder. Nur außen deines Parfums reichen, um mich zu erinnern. Crazy Love, Baby, du warst so wie mein Teammate. Liebe Schachmatt, verlässt der König nachts das Spielfeld. Oh mein Gott. Baby, du warst so wie mein Teammate. Liebe Schachmatt, verlässt der König nachts das Spielfeld. Liebe Schachmatt, verlässt der König nachts das Spielfeld. Da haben wir ja schon den Grund für diesen Song quasi. König, wie beim Schachmatt? Nee, König Schachmatt? Warte, wie gewiss der Wörter? Baby, du warst so wie mein Teammate. Liebe Schachmatt, verlässt der König nachts das Spielfeld. Wie beim Schachmatt verlässt der König nachts das Spielfeld. Verlässt der König nachts das Spielfeld. Steht ja für sich, wissen wir alle, was mit gemeint ist. Damn. Alleine zu stark, Preis bezahlt, nenn es Prepaid. Weine mein Glas, weine nicht nach, keine Cheat Dates. Wiedergeboren, hab dich verloren. Krass, ja. Hey, weine mein Glas, weine nicht nach, keine Cheat Dates. Wiedergeboren, hab dich verloren, aber von da für mich selbst. Übrig bleiben nur die Dorn, wenn eine Rose verwelkt. Hast dich entfernt aus meiner Playlist, kein Repeat. Doch seh dich vor mir, steh mir nicht die Augen schließ. Boah, das ist heavy, Mann. Das ist heavy. Ich mag, wie verspielt der Beat ist. Weil, keine Ahnung, das Dior Sauvage ist ja auch so ein Titel, so das von dem Parfum und diese Nuancen, die eben beschrieben hat, die reichen von dem Parfum. Und ich finde das so.
Der Beat hat so viele Ecken und Kanten und auch sehr viele Nuancen. Am Anfang war irgendwie auch so ein Ultraschallgerät oder sowas in der Art zu hören. Ich weiß genau, was es war. Und der Beat hat so viele Nuancen, dass das irgendwie so. Ich habe irgendwie eine komische Connection zwischen Beat und dem Parfum gerade so mäßig. Sich entfernt aus meiner Wahrscheinlich bin ich auch wieder der Einzige, Playlist der hier so viel reininterpretiert. Ist kein Repeat, doch seh dich vor mir stehen, wenn ich die Augen schließ. Yes, ich liebe, dass wir wieder mal Gesang haben. Ich lieb's. Ich lieb's. Boah. Das ist eine gute Zeile, Mann. Einmal wie dich finde ich überall. Man kennt immer nur das Gegenbeispiel aus den Heartbreak-Songs oder den Liebessongs. Einmal wie dich finde ich nie wieder. Du bist der eine Stern unter Millionen. Und hier einmal wie dich finde ich überall. Aber wie es auch so erleichternd sagt. Ich finde ihre Stimmlage ist so erleichternd hier so. So dieses, oh, die Last ist weg. Und ich dachte, du warst der eine, aber bist du gar nicht. Denn einmal wie dich finde ich überall. Und das kommt so erleichternd rüber. Einmal wie dich finde ich überall. Geil, auch wie der Beat mitgeht. Was? Das hat sich nach Französisch angehört. Also wirklich, wie sie ihre Stimme hier anders einsetzt als in den anderen Songs, ist bemerkenswert, finde ich. Bin verwirrt, hypnotisieren. Und du trägst immer noch die Sauvage. Auch wie sie gesagt hat, sie entwickelt sich weiter, aber er trinkt immer noch Dior Sauvage. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Aber der Typ ist immer noch da, wo er ist und trinkt immer noch Dior Sauvage. Wir hypnotisieren, magische Aura. Habe geglaubt, wurde getäuscht, alles ein Zauber. Muss zu Hause auf der Couch kaum an dich denken. Doch geh ich raus, riecht es vertraut unter Fremden. Oh, doch gehe ich raus, riecht es vertraut unter Fremden. Ist einerseits cool, dass sie eben sagt, ey, dieses Parfum erinnert mich auch noch so krass daran, aber dass sie eben auch sagt, so würde ich zumindest interpretieren, geht sie raus, riecht es vertraut unter Fremden, dass sie eben den Blick direkt dafür hat, ah, der ist falsch, der ist eine Schlange, der ist ein schlechter Mensch, weil sie eben diese Muster aus dieser oder von dieser Person kennt, um den dieser Song sich dreht. Und eben diese Muster bei anderen Leuten sieht direkt. Und jetzt hat sie eben diesen Aufhänger von dem Parfum quasi genommen, damit man das im Kopf hat, um sich das bildlich vorstellen zu können. Aber ich würde sagen, dieses, ich gehe raus, doch fühle mich vertraut unter Fremden, ist auch dieses, okay, hier ist eine neue Gruppe von Leuten, die ich kennenlerne, und der erinnert mich direkt an dich, weil er genauso falsch ist wie du. Déjà-vus gefühlt jeden zweiten Mann, umhüllt derselbe Schleier und schmückt das gleiche Gewand. Genau das, was ich gerade meinte. Man kann das aufs Parfum beziehen, aber es geht viel, viel tiefer. Es gibt ein Personality right now. Egal was ich war, fühl dich sad oder dein Main Chick. Für Shirin David Boy bist du zu basic. Ein Hauch von dir ist vom Winde verweht. Der andere bleibt an meiner Seite, wohin ich auch gehe. Erinnerung an dich bis das. Ich finde es auch gut, dass der Beat gerade voll leise ist. Man hört voll Fokus auf ihre Stimme gefühlt. Das Aroma verfliegt. Düfte wie Noten aus der Philharmonie. Jetzt geht's wieder los. Sauvage. Auch krass, wie gesagt, du lässt mich stehen und es duftet noch nach. Ich finde cool, dass alles unter diesem Parfümschleier hier ist. Einmal mit dich finde ich überall. Es könnte auch, nee, es hört sich sehr französisch an. Ich dachte, das ist vielleicht was auf Lettisch ist oder so, aber es hört sich sehr französisch an. Ganz kurz, mein Nacken ist auch gerade besser geworden schon. Dieses Gel hilft. Ich merke es, es ist immer noch verspannt alles, aber es hilft. Und das war's schon. Ja, kurzer Song ein bisschen, aber nice. Ich lieb's. Das ist für mich wirklich lyrisch gesehen wunderschön. Also, wir haben jetzt hier nicht die heftigsten Reime und bla bla bla, aber einfach, wie sie die ganze Zeit, gerade im zweiten Part, aus meiner Sicht zumindest, diese Doppeldeutigkeit gelegt hat. Dass es eben um dieses Parfum geht, dass es diese erste
Deutung gibt, dass sie alles beschreibt unter diesem Parfumschleier. Aber wie ich eben auch meinte, so diese Zeile wie zum Beispiel, geh unter Fremde doch für mich, bin unter Fremden doch, es fühlt sich vertraut an, dass sie eben jetzt diesen anderen Blick hat und sieht, ah, okay, der ist falsch, weil ich kenne das, ich wurde schon mal genauso verarscht und jetzt fällt mir das auf direkt, es fühlt sich vertraut an, gerade diese Missgunst oder whatever, was zwischen uns ist. Und das finde ich nice, wie sie diesen Schleier so gelegt hat über Parfum und den Charakterlichen, so, dass sie das verbunden hat, um dem Ganzen so ein Bild zu geben. Geil. Wunderschöner Song. Und ich liebe auch, dass wir wieder eine Hook haben, wo mehr gesungen wurde. Was, jetzt so eine schöne Stimme? Sie soll mehr singen. Boah. Sehr schöner Song, Mann. Ein sehr persönliches Album schon wieder, Mann. So persönlich, wie das alles hier ist. Ich lieb's, weil ich glaube, so viele Songs hat sich hier raufgepackt, und dann, um mit ganz anderen Sachen noch den hier machen zu können, abschließen zu können, so. So, man sagt ja immer irgendwas, wegsperren, abschließen, dann ist es weg. Schlüssel mäßig runterschlucken, dann ist es weg. Da kann man nichts damit zu tun. Und genauso hat sie das jetzt gemacht. Songs geschrieben, ins Album gepackt, weg. Weg damit, abgeschlossen, zack. Wow, schöner Song, Mann. Ich freue mich sehr, sehr auf morgen. Wir haben morgen, nee, morgen haben wir noch nicht Bitches brauchen Rap, aber wir haben übermorgen Bitches brauchen Rap, soweit ich weiß. Und dann sind wir auch schon durch quasi. Nice, Mann. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben auch noch Bad Moms J Album, was wir natürlich die ganze Zeit auch täglich laufen haben. Und ich freue mich sehr drauf. Vielen Dank nochmal für den ganzen Support. Ich liebe euch alle. Wirklich. Guckt auch. Hey. Guckt, dass ihr so schön bleibt, wie ihr seid. Und dass ihr vielleicht heute nochmal ein kleines Lächeln raushaut. Ein kleines Lächeln. Einmal mal so. Zumindest so. Ganz kurz. Mehr will ich gar nicht. Danke. Wir sehen uns. Bleibt fresh. Ciao.